Yo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, zu Blood and Wine, dem DLC von The Witcher. Wir sind hier bei diesem Schmied in diesem neuen Dorf. Wir sind da jetzt gerade dabei, das alles ein bisschen zu looten, ein bisschen zu erkunden. Wir können gegen den jungen Mann Quint spielen, das wir doch gerne machen. So. Volle Pole, 50 Quint, Kröten. Wie wär's mit einer Runde oder zwei? Na, schöne Puh. Schaut aus wie einer von den Stooges, so. Kaiserreich Nilfgaard, 103. Ja, stärkeres haben wir nicht mehr. Wir haben königliche Königreiche. Skojatel haben jetzt auch schon 180. Skellige, aktuell 109. Monster 192, sollen wir es mal mit denen probieren? Komm, dann haben wir mal den weg. Und hauen aber dafür. Wo war das jetzt? Jo. Skellige Sturm. Jo, geil. So, und dann hätte ich doch gesagt, auf gut Glück, nein, zurück. Ich möchte nämlich natürlich das Spiel starten, aber ich gucke mal, was wir Monster haben. Verdoppeln der Nahkampfeinheiten. Ne, das ist nicht, nehme meine Karte vom Ablagestapel zurück auf die Hand. Wirkt auf beide Spieler, das ist nicht gut. Suche nach sich nach einer Wetterkarte und spiele sie aus. Nee, dann ist, glaube ich, doch das die beste Entscheidung. So, wir starten. Monster. Und der junge Mann hat nördliche Königreiche. Jetzt bin ich gespannt. Jo, da geht, glaube ich, noch ein wenig mehr, hat er gemacht. Da geht, glaube ich, noch ein wenig mehr. Deswegen, ui, die 5er, die Kuhkarte. Verbrennen. Vielleicht so eine noch. Ah, okay. Gut, hoffen wir das Beste. Backen wir's. Gegen was ist es nochmal? Nahkampf. Okay, haben wir Nahkampfwaffen? Da haben wir halt den. Ja, Nahkampf ist, denke ich mal, eine sehr gute Option. Gut, dann ja, muss ich hier die nehmen. ...18-0, Kollege, was sagst du da dazu? Nein! Shit. Okay, alles klar, dann nehme ich... Komm, Freunde, wir hauen die raus, oder? Ich gehe mal auf Nummer sicher und hol mir gleich mal die am besten. Das ist gescheiter. Boah, da passe ich doch arg gepflegt, ne? Hätte er gemeint. So, wir führen 1-0. Ja, er hat natürlich, ne? Er hat natürlich 2 Karten mehr. Beziehungsweise eine, ich habe ja die noch. Ich bin am Zug, hat er gemeint. Dann hätte ich doch gesagt. Hauen wir mal die Karte raus. Denn ich möchte sehen, was der junge Mann hat. Okay, der hat eine 10er-Karte, alles klar.
dann wissen wir auch, was Sache ist. Fünfer Kategorie geführt. Und zwar deutlich. 2013. Ui! Nein, was ist das? Verdoppelt? Nein! Scheiße, Nahkampf. Fernkampf. Shit. Shit, shit, shit. Fuck, Mann. Fuck. Nein! Okay, mein Freund, warte mal, stärksten Fernkampf mindestens 10. Ja, dann nehmen wir nochmal den Kollegen. Das Problem, der hat 2 Karten mehr. Der Kollege hat 2 Karten mehr, hat er gemeint. Und dann kommt der auch noch mit der Schleuder, ey. Theoretisch müsste es die Karte sein, ne? Nochmal eine 6er Karte, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen hier? Komm, was? Jetzt wird's sehr knifflig. So, Anführerkarte, verdoppelt die Nahkampfeinheiten. Okay, das haben wir Nahkampf. Fernkampf haben wir auch gerade nichts. Dann hauen wir die nochmal rein. Es wird richtig eng. Ich befürchte, dass es nichts bringt. Hat er gemeint. Shit. Fuck. Jetzt habe ich mir natürlich selber geschadet, Ich Vollmeise, hat er gemeint. Da kann ich nur noch auf die Anführerkarte. Ich hab verloren, verdammt. Ich habe leider Gottes verloren, deswegen muss ich aufpassen. Aber ich hab zum Glück noch einen. Ui, gleich 2, 15-0. Er hat noch 2 Karten. Gegner ist am Zug, der hat 3 Karten. Kommt mit einer 10er Karte. Uiuiui, 5 Punkte Vorsprung nur noch. Du bist am Zug, 5 Punkte Vorsprung, der hat 2 Karten noch. Nahkampfeinheit, ja, ich muss leider Gottes passen, verdammt. Was hat der noch? Nein, verloren. Scheiße. Alter, Monsterkarten, ey. Ich hätte die nicht nehmen sollen. Einmalige Schnäppchen. Vorzugsfinanz. Grütze fix. 10 Minuten für die Katze. Was gibt's? Kriegst jetzt ein paar aufs Maul. Mein Freund. Gwint, wie wär's mit einer Runde oder 2? Der Geralt gewinnt. So, entschuldige. Kaiserreich Nilfgaard hat er gemacht. Komm, Anführerkarte. Spiel starten. Ui. Nein. Okay, hat's was gebracht? Schlechte Karten. Für Franconia.
Alter, das gibt's doch nicht. Fuck, Mann, das gibt es nicht. Junge, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, hat er gemeint. Den könnte man eigentlich noch nehmen, ne? Oder gar die 9, ne? Komm, wir haben mal gar die 9er raus. Du Wichsergrimmel. Entschuldige, aber ist so. Die Frage, was nehmen wir? Sollen wir es taktisch angehen? Komm, scheiß drauf, lassen wir ihm die Runde gewinnen. Jo, wir lassen ihm die Runde gewinnen. Ui, falsch gelesen, Freunde, falsch gelesen, fuck! Verdammt, er hat da noch eine 9er Karte. Ach Gott, oh Gott. Da haut ja auch noch einen rein, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt, 4er Karte, bekomme ich aber auch noch 2. Jo. Und last but not least hauen wir die Sau auch noch raus. Was bringt die Karre? Spiele sie sofort aus? Nee, das machen wir nicht. Wir passen. So, wir haben jetzt 5 Karten mehr. Nee, 4 Karten mehr. Der kommt mit der 15er Geralt-Karte, okay. Alles klar, hat er gemeint. Ja, wenn der passt, dann... hau ich ihm die noch raus. So steht's 1-1. So, 3 Karten habe ich mehr aktuell, aber wer weiß, vielleicht bekommt er noch eine. Ah, ich blick das irgendwie noch nicht so ganz durch. So, 10er Karte, Kumpel. Nein, 5er Karte. Nein! Okay, ich führe, hat er gemeint. Hm.
Mal gucken, was wir da noch haben. 9er. Wir haben eigentlich voll geile Karten, ne? Wir könnten ihm eine 5er-Karte noch rüberknallen. Dann bekommen wir immer noch 2. Na, es läuft doch langsam, es läuft doch langsam. 10er-Karte, alles klar. So, Nahkampfeinheiten. Jetzt haben wir ja Nahkampf. Nee, Nahkampf passt. Das trifft sich sehr gut. Wir knallen die raus und hauen noch eine hinterher, oder? Jo. Jetzt haben wir noch eine 4er-Karte. Ne, 6er-Karte hätten wir hier noch, wäre nicht schlecht. 9er-Karte, ne? Komm, 7er-Karte, die ist geil. Yeah! Und das muss es gewesen sein, Baby. Das muss es gewesen sein. Für diese Runde, das muss doch jetzt klappen. Okay, wir nehmen, ja, wir hauen mal die raus. Wir haben 2 mehr. Ja, aber die hat auch starke Karten. Aber das müssten wir eigentlich gewinnen. Nein, da kommt der mit der Todeskarte. Dieser kleine Kribbel, du, dieses Arschloch. Nein! Wieso dezimiere ich mich selber? Wieso dezimiere ich mich selber? Das ist sehr, sehr bitter. Jetzt muss ich doch den schaffen, oder? Das ist bitter, wenn ich das jetzt noch aus der Hand gebe, Freunde. Wenn ich das jetzt noch aus der Hand gebe. Jesus, na, Jesus, Maria. So, wir haben hier 9er Karte. Die bringt uns gar nichts. Wir haben halt eine 10er Karte, könnten wir hier noch. Wir könnten hier den Schützen nochmal nehmen. Oder hier noch eine 10er Karte. Ich glaube, das ist vernünftig, ne? Oder eine 9er Karte, aber dann hat er schon einen deftigen Vorsprung, ne? So führen wir und haben einen mehr. Ich nehme den. Und zwar aus gutem Grund, denn wir haben ja noch unser Horn. So, Freunde der Sonne. 7er Karte. Gegner passt. Und wir haben's! Wir haben es! Wir haben es! Nein! Nein! Ich Vollpfosten! Falscher Knopf. Das falsche Ding habe ich gedrückt. Aber egal, wir haben trotzdem. Komm, dann haben wir noch den raus. Und da haben wir auch noch einen raus. 7er Karte. Nee, nee. 5er Karte haben wir hier noch. Ja, komm, dann nehmen wir die 4er Karte. Pfeifen die noch hier gepflegt rein. Haben auch noch 2, wir kommen noch dazu. So, die haben wir jetzt noch damit rein. Sehr schön. Die haben wir da rein und damit haben wir gewonnen. Yes, 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 yes. Ja, 20 Minuten. Yes. So, was bekommen wir für eine Karte, Kollege?
Schildmeiz des Clans Drummond. Ups, falscher Knopf. Da gucken wir doch gleich mal in unseren Gewinnkartensatz. Ist die hier mit dabei? Nee, Kaiserreich, Nifgard, nördliche Königreiche, denke ich mal. Nee. Skoyatel, Schildmeid? Skellige vielleicht, genau. Yo, Schildmeid! Sehr geil, Stärke von 113. Yes, vielen Dank, mein Freund. Geil, ich freue mich echt. Zugreifen, solange sie heiß sind. Ich bin Hoflieferant, alles in Ordnung, Herr Sir. Ui, jetzt ist er wieder da. Ui, guck mal, Kühe. Hallo, Bäuerin. Alles okay bei euch? Wir können hier rein, warte mal. Den haben wir da in Übereinstimmung mit Artikel 161 des herzoglichen Kodex. Bliblablo, bliblablo. Vier Finger Rabatt, haben wir ja schon mal gelesen. Ja, ihr stellt euch unter, ihr habt recht. So, wir gucken mal hier. Ach, und hier können wir nach oben. Jo. Ach, ist das hier schön. Nee, der Karten ist nur die Kerze, okay. Da geht der Wind. Schwer, da hängt das Wäsche auf. Muss ich sagen, gut ausgenutzt. Doch, wie komme ich hier rüber? Ich komme hier gar nicht rüber. Oh, aufnehmen! Jo, wir haben wieder ein bisschen Alkohol. Rüsten uns gleich damit aus, hat er gemeint. Jo, ein herrlicher Tropfen da. So, wir springen hier runter. So mutig sind wir schon, weil... Jo, hier aufnehmen. Restschinken. Altes Bärenfell. Ja, der Franconia kann es einfach nicht lassen mit dem Blumen, ne? Ist Blumenstrauch? Für mich? Nein. Hui. Zwirn, Baumwolle, kennst du die aus. Jo, ein bisschen Schnäpsler. Hier haben wir noch was in der Kiste drinnen. Getreide. Erstes, na, wie groß und geräumig habt ihr denn hier? Also da muss ich sagen, hier ist der Ort. Der Ort, hier ist der Platz ziemlich gut ausgelastet, also ziemlich gut. Hier die Inneneinrichtung gefällt mir sehr gut. Das ist die Speisekammer. Da ist abgeschlossen. Schön, ihr habt sie richtig gemütlich, muss ich sagen. Eieiei, jetzt pisst. Ich finde es voll geil, dass die sich jetzt hier unterstellen. Ui, ne Mumu. Entschuldigung, meine Liebe. Aber ich hätte so gerne dein Fleisch. Ui, und die kann ich jetzt gar nicht looten. Doch, hier, nee. Das war nur ein Geistblatt. Die können da rüber, ne? Oh, ein Jäger. So. Das ist so ein kleiner Dünner wieder los. Du. Ah, guck mal, die machen Wein. Sehr schön. Macht nur, meine Damen, macht nur. Tja, Wein müsste man sein. Oh,
von der Schiene wuscht. Jo, hier gibt's auch noch Aufnehmen. Kavengan Alk. Oh, leider nochmal leider, der verloren nach oben. Sehr geil. Aufnehmen, zwei Floren. Cake, Salbeder, rostiges Brot. Ach, guck mal hier, ein Baby. Eine Babywiege. Ach, schön. Das ist wohl eine von denen, Mama. Frische Mama. Frisch gebackene Mama. So, was haben wir hier? Becher, Kästler. Dieses Zeug, Fisch, jo, dieses Zeug können wir alles wieder verkaufen. Getreide sagt gleich mal 3. Nein, ich mache natürlich wieder an. Pfeffer, Käse, jo, Naschwerk. Es hat sich definitiv hier gelohnt reinzugucken. Hier waren wir gerade. Hier geht's eine Brücke rüber. Ich will jetzt nur mal in dieses Gebäude mal reingucken. Hallo, alte Frau. Ah! Sorry, leider abgeschlossen. So, ach, es hat aufgehört zu regnen, ist das schön. So waren wir hier schon mal drin. Schweinefleisch, Mahakama, schieß mich tot. Ah! Oh! Peter, pass mal auf! Können wir hier noch was? Was ist das hier? Pergament, Kessle und Wachs. Altes Bärenfeld, das ist sehr schön. Altes Bärenfeld, Lederbalk, geflickte Weste. So, okay, Kandalaber. Okay, mehr gibt's hier wohl nicht mehr. Ui, guck mal, da könnte es theoretisch für Plätze. Könnte theoretisch plötzlich auch eine kleine Pause machen. Hallo. Mach's gut. Ist es wahr, dass die Bauern ihre Kühe heute selbst kalben müssen? Was? Ihre Kühe selbst kalben, heißt es das, was ich denke, was es heißt? Oder heißt es kalben, wenn... Ne, was schon? Hallo, gute Frau. Käse, lecker, meine ich. Na, alles gut. Hier ist der Alterdurchschnitt, wie ich finde, doch auch recht hoch. Ne? Viele alte Leute wohnen hier. Was natürlich nicht schlimm ist, so, ne, in dem Sinn. Du hast mir leicht gefallen. Echt, danke. Bisher fand ich alle Hexer klasse. Das ist schön. Eine, wo man keine Vorurteile hat gegenüber Hexen. Gesundheit. Aufnehmen, Korken, Kupferklump. Hier haben wir noch was in dem Kessel. Floren, yes. Oh, hier noch was. Altes Bärenfell, natürlich. Ne, da können wir nur ausmachen. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Gut, dann hätte ich doch gesagt. Was war's? Jetzt lesen wir noch. Haben wir hier noch was Schönes?
Mama? Ja. Ich kenne aber meine Mutter nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Weiß man, wer das ist? Nicht. Oh, ich zittere am ganzen Leib. Was kann man dagegen tun, meine Gute? Was können wir dagegen tun? Herzogliche Chroniken, Erstausgabe. Wir können das mal gepflegt lesen. Erstmal die Erstausgabe. Herzogliche Chroniken, Band, keine Ahnung. Lammers, Sorvine, 1268. Auszüge. Im Monat vor den Feierlichkeiten zum Fest des Fasers brach das Herzogspaar mit einer Abordnung Adliger zu einem nachbarschaftlichen Besuch an den Hof von Königin Calante von Simitra auf. Der Besuch hatte sowohl einen sozialen als auch politischen Hintergrund, da sich die Herzogin erhoffte, dass Königin Calante dem internationalen Gebot folgen und ihrerseits einen Besuch abstatten würde, vorzugsweise zum oben genannten Fest, um dieses mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Das Herzogspaar wurde von seinen beiden Töchtern Ciano und Anna Rieta begleitet, das gefällt mir jetzt schon. Hier sollte erwähnt werden, dass beide Mädchen unheimlich wachsen und es nicht mehr lange dauern wird, bis Ehemänner für sie gefunden werden müssen. Ach, so jung noch, okay. Im Falle der älteren Tochter Ciano dürfte das kein Problem sein, da Freier aus der gesamten zivilisierten Welt um die Hand der zukünftigen Herzogin anhalten werden. Insbesondere sobald sie ihr Porträt sehen, das kaum einer Verschönerung bedarf. Bei der jungen Anna Rieta sieht das etwas anders aus, da sie gärtenschlank ist und rotbraunes Haar hat. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass ihr Charme im Laufe der Zeit zunimmt. Charakter und Vorstellungskraft besitzen beide Mädchen im hohen Maß. Da haben wir noch herzogliche Chroniken, Band, bliblablo, Lamas, 1268, die zweite erweiterte Ausgabe. Im Monat vor den Feierlichkeiten zum Fest des Fasers brach das Herzogspaar mit einer Abordnung Adliger zu einem nachbarschaftlichen Besuch auf dem Hof von Königin Calante und Citra auf. Der Besuch hatte sowohl einen sozialen als auch politischen Hintergrund, da sich die Herzogin erhoffte, dass Königin Calante dem internationalen Gebot folgen und ihrerseits einen Besuch abstatten würde, vorzugsweise zu dem oben genannten Fest, um dieses mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Entschuldige. Das Herzogspaar wurde von seiner Tochter Anna Rieta begleitet. Hier sollte erwähnt werden, dass das Mädchen unheimlich wächst, es nicht mehr lange dauern wird, bis ein Ehemann für sie gefunden werden muss. Im Laufe der Zeit wird ihr Charme sicherlich zunehmen. Charakter und Vorstellungskraft besitzen sie jedoch in hohem Maße. Ah, alles klar, da hat man das einfach rausgenommen, dass die andere, ja, soll man sagen, ein wenig hübscher ist. Sehr schön, okay. Also das nochmal überarbeitet. Sehr cool, freue ich mich. Ich glaube, ich habe Fieber. Echt? Ich nicht, ich habe hier Angeln, Mondscherben und noch ein wenig anderes Glück. So, meisterliche Gedanken, elfische Affektur und Höllenbohunde, Vorboten des Untergangs. Das komm, lesen wir auch noch schnell durch in dieser Folge. So, nirgendwo in der Welt gibt es besser erhaltene Relikte aus den goldenen Zeiten der Ehrenen. Endseite, entschuldige. Natürlich sprechen wir von Objekten, die lange der Gerichtsbarkeit der Menschen unterstanden haben. Source-Architektur kann sich mit den Wunden Dolplatanas nicht messen. Dennoch, neben den Ruinen von Thermes, dem alten Amphitheater und Atach, der königlichen Sommerresidenz, ist vor allem jeder Palast der herausgerissene Seite. Weitläufige Terrassen, die herrliche von offen Exzentren mit intrikaten Filigranmustern und feinsten Krabbenkapitellen eingefasst sind. Man bewundert sie durch Legionen von Ogivalfenstern, deren florale Ornamentierung für die Endseite ja so typisch ist. Der Stil prägt allem die Spitzbogenpfeile und die Bildnischen. Entschuldige, dass ich so schlecht lese, aber das sind Wörter bei, ich kenne die Wörter gar nicht. Bestadiumseintrag hinzugefügt, was ist jetzt passiert? Höllenhunde, yes, es na. Vorboten des Untergangs. Einige Monster werden aus Notwendigkeit geboren, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie sich verteidigen müssen. Für sie heißt es jagen oder gejagt werden. Andere wiederum sind einfach eine Laune der Natur, Bestien, die sozusagen aus einem evolutionären Schluckauf heraus entstehen. Diese Monster können wir bekämpfen und töten, aber es gibt auch Monster, die aus Sünde heraus geboren werden. Wo immer es Grausamkeiten und Leid gibt, wo immer die Erde mit Blut und die Felsen mit Leid getränkt sind, da sind Höllenhunde beheimatet. Und so wie sich die Grausamkeit ausbreitet, verbreitet sich auch diese Monster. Sie sind unser Spiegelbild und um sie zu besiegen, würde bedeuten, uns selbst zu besiegen. Eigentlich können wir nur darauf warten, von einer Meute Höllenhunde in Stücke gerissen zu werden. Das hast du sehr schön gesagt, Freunde.
Bestariumseintrag. Okay, bei den Höllenhunden ist es nicht Drakoniden, auch nicht Geister, auch nicht Hybrid. Dürfte es auch nicht der Fall sein. Insektoide und Konstrukte. Konstrukte eher auch nicht. Nekrophagen. Höllenhunde hat er gemeint. Ne, auch nicht. Ogroide natürlich auch nicht, wie es aussieht. Relikte. Ja, ich denke, das wird sich wieder alles hier auf die verfluchte Wesen aus. Nee, auch nicht. Höllenhunde. Okay, Relikte, Höllenhunde. Auch nicht. Ogroide normalerweise auch nicht, ne? Nekrophagen vielleicht? Das könnte vielleicht sein, ne? Ist aber auch nicht der Fall. Konstrukte. Hunde der wilden Jagd haben wir hier, aber sonst auch nichts. Insektoiden, sehr unwahrscheinlich, dass das Höllenhunde sein sollen. Hybrid, ja. Auch nicht Geister. Hims, Drakoniden, ja, da haben wir doch auch nichts mit Höllenhunde. Das ist der Silberbasilisk, geil. Ich würde den gern mal sehen, ne? So, Bestien, Höllenhunde haben wir nicht, wir haben hier noch Hunde. Aber sonst eigentlich nicht großartig, da entgegenzukommen mit den Viecher. Naja, liebe Freunde. Oh, ich zittere. Ja, ich zittere auch gleich am ganzen Körper. Was haben wir denn da drüben Hübsches? Ich weiß, ich sollte da nicht hin, ne? Wäre ich doch jünger. Ein mächtig hochnäsiger Nordling. War mir hier schon mal was, Kacklutsche? Nee, hier waren wir nicht. Hier können wir noch mal looten. Anfänger-Rüstungsreparaturset. So, Trauben. Wir machen es ganz schnell jetzt noch. Alter, schon wieder fast 40 Minuten. Goldlöffel. Erblöffel einer Adelsfamilie. Geil. Hier sind ein Haufen Löffel, ne? Okay, das ist vermutlich eher nur so ein... Ja, für die ganzen Arbeiter... Für die Mägde und Knechte. Da drüben kann ich ja noch mal rüber, habe ich gesehen. Gehen wir da noch mal rüber. So, gibt's hier noch was Hübsches? Natürlich gibt's hier noch was. Strickleiter. Okay, jetzt können wir getrost wieder zurück. So, hier war, glaube ich, noch was. Jo, Trauben, was zum Essen. Oh, ich danke dir, oh Herr. So, liebe Freunde, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Taul nie einer Frau. Niemals. Entschuldige. Ach, es kommt auf die Frau drauf an. Im Grunde hast du recht, ne Quatsch. So alte Frau, oh, hallöchen. Oh. Hallo. Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Wahnsinnig hübsche Beine, kaum Zellulite, Respekt. So, hier gucken wir nochmal geschwind. Hier gibt's auch nichts. Na denn, liebe Freunde, Mahlzeit. Ein mächtig hochnäsiger Nordling. So, wir machen hier eine kleine Pause, liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen. Morgen geht's dann wirklich weiter mit dem Dorf. Ja, ja, ja. Tapft mal ihr schön weiter hier. In diesem Sinne, ciao und bis morgen. Servus.